Seit 2015 ist mir klar, dass ich ein Mann bin, der im Körper einer Frau steckt. 2016 habe ich dann eine Hormontherapie begonnen, die auch den Rest meines Lebens weitergeführt werden muss. Mein soziales Umfeld hat mich im Großen und Ganzen akzeptiert. Es gibt Ausnahmen, aber die lasse ich nicht an mich heran. In den letzten Jahren habe ich gelernt, Dinge, die ich nicht ändern kann, anzunehmen und mich selbst zu lieben, so wie ich bin. Durch das Anderssein habe ich mich ziemlich einsam gefühlt, da es nicht viele Menschen gibt, die wissen, wie es ist, in einem falschen Körper geboren worden zu sein und das auch nicht nachempfinden können. In der schlimmsten Phase dachte ich an Selbstmord. Ich wollte einfach nur tot sein. Was mir geholfen hat, war wieder mehr Kontakt zu Gott, meiner Familie und meinen Freunden zu suchen. Ich habe mir oft gewünscht, dass die schlechten Gedanken mit einem Schnips sofort wieder verschwinden. Von anderen Personen habe ich dagegen nichts erwartet, da mir bewusst war, dass ich selbst etwas an meinen Gedanken ändern muss. Ja, also mein größter Punkt war Mobbing, in dem Sinne.